Wotan Wilke-Möhring beim Empfang vom Medienboard Berlin-Brandenburg vergangenen Samstag. Bund.de spricht mit dem Tatortstar, will auch wissen, wie es ihm und seiner Familie nach der Geburt von Kind Nummer 3 vor einem Jahr geht. Alles gut, also so gut, dass ich morgen wieder zu den Kindern fahre, weil die mir natürlich fehlen, aber 3 Tage Berlinale, das reicht auch erstmal. Wie ist das für Sie denn eigentlich? Ich meine, Sie haben jetzt auch durch Ihre Präsenz im Tatort ja echt nochmal so einen Öffentlichkeitsschub bekommen. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar? Können Sie noch so einigermaßen unbehelligt so auf die Straße gehen? Ja, es kommt darauf an, was man halt unter unbehelligt oder Behelligung versteht. Also es ist schon so, dass das natürlich deutlich präsenter ist, aber ich bleib dabei. Wer gute Filme macht, hat gute Fans. Also solange, du wirst ja nicht angefasst, keiner nimmt deine Kinder dir weg und so weiter, das ist schon alles gut. Also Sie hatten noch nicht so den Reflex, wo Sie sagten, na, hätte ich vielleicht doch lieber das nicht gemacht irgendwie, dann wäre ich ein freier Mensch. Na, auf keinen Fall, weil das gehört natürlich dazu. Und du kannst dich, gerade wenn du sowas machst wie ein Tatort, der eben so populär ist, dann gehört das dazu, da kannst du dem nicht entziehen. Möhrings Botschaft, privat alles Paletti. Macht der Schauspieler einfach nur gute Miene zum bösen Spiel? Wir wünschen allen Beteiligten jedenfalls alles Gute.